Moin Leute, ein kleines Update-Video so zwischen Tür und Angel ein bisschen. Ich hoffe, mein Chef springt jetzt nicht gleich aus der Hecke und packt mich am Kragen. Ich habe gestern euch oder ein paar Leute in Verwirrung gestürzt, glaube ich. Einfach weil ich eine Premiere angesagt habe für heute 18 Uhr, nämlich ein Cthulhu Pen and Paper, was ganz Neues auf dem Kanal, und habe halt null dazu gesagt. Einfach mal rausgehauen, und ja, logischerweise waren ein paar Leute etwas verwirrt, was für Auswirkungen das jetzt hat. Und ja, um das jetzt mal schnell vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, wollte ich euch mal kurz ein paar Eckdaten nennen. Also grundsätzlich verändert sich eigentlich nichts. Das Wichtigste ist, das Supers Pen and Paper Abenteuer wird einfach weitergeführt. Also da gibt es keine Pausen oder sonst was, wie ein paar Leute Angst hatten oder gefragt haben. Das wird einfach so weitergemacht. Das Einzige ist, dass jetzt ab und an mal mittwochs vielleicht noch ein zusätzliches Pen and Paper dazu kommt, nämlich Cthulhu. Und das war eigentlich schon deutlich früher geplant. Grundsätzlich, also der eigentliche Plan war ja, dass wir das vom Anfang an, also eigentlich war das erste Video, was wir aufgenommen hatten für den Kanal, ein Cthulhu-Video. Aber das hat aus technischen Gründen nicht so geklappt und deswegen ist es nie erschienen. Und ja, also unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf der Supers-Kampagne und daran wird sich nichts ändern. Es kommt nur, wie gesagt, ab und an jetzt mal so ein paar Cthulhu-Mini-Kampagnen, One-Shots oder ähnliches auf den Kanal. Das soll aber nichts behindern. Also da ich die Cthulhu-Abenteuer leiten werde, ist es ein bisschen mein Fehler, dass das jetzt nicht so gut kommuniziert wurde, auch wenn Erik das vielleicht anders sieht, aber ich nehme das mal auf meine Kappe, weil ist halt mein Baby Cthulhu und da muss ich halt auch dafür sorgen, dass jeder weiß, was das heißt, was da passiert auf dem Kanal. Also es passiert nichts Besonderes, außer dass jetzt ein bisschen mehr noch dazu kommt als vorher, und ich hoffe, euch gefällt's. Hide ist nicht dabei. Das hätte man vielleicht auch noch kommunizieren dürfen. Das mache ich also jetzt. Hide ist leider nicht dabei, muss ich ja dazu sagen, weil wir einfach Supers eher aufnehmen. Wenn Hide kann, der hat nicht so viel Zeit, dann nehmen wir logischerweise Supers auf, weil Supers ist unsere Priorität auf dem Kanal. Und so wird es auch bleiben erstmal. Was die Zukunft bringt, wissen wir natürlich nicht. Aber der Plan ist, dass wir versuchen, jeden Sonntag eine Folge Supers zu bringen. Wenn wir dann noch Kapazität, Freizeit und Lust haben, mehr zu machen, dann wird immer noch mal eine Cthulhu-Folge rauskommen oder halt wie jetzt auch schon mal so ein Erklärvideo oder ja irgendwas anderes noch. Aber unser Hauptaugenmerk ist auf jeden Fall Supers, da wird sich nichts dran ändern. Ich hoffe, euch gefällt Cthulhu, mir persönlich gefällt das sehr, und ich hoffe, euch einfach noch mal was zusätzlich, oder wir hoffen natürlich, euch zusätzlich was bieten zu können. Neben Supers. Aber ja, alles andere, ich glaube, werden wir im separaten Video nochmal genauer erklären. Ich werde mich mal mit Erik kurz quatschen oder kurz schließen, besser gesagt, heute Abend vielleicht schon. Mal schauen, ob ich ihn erreiche. Und dann diskutieren wir mal, wie wir das in Zukunft handhaben werden, weil das sollte nicht nochmal passieren, sowas. Vielen Dank an die ganzen Leute, die sofort drunter geschrieben haben, uns angeschrieben haben und Sorgen bzw. Uns auf den fehlenden Infofluss hingewiesen haben. Das ist super wichtig gewesen. Uns wäre es nämlich nicht aufgefallen, weil Cthulhu ist bei uns in der Birne schon immer auf dem Kanal vertreten, immer schon dabei. Aber logischerweise ist es nicht passiert, weil wir es nicht umsetzen konnten. Das erste Video mit Cthulhu ist halt nie erschienen. Und einfach ein Denkfehler in unserer Birne. Ich habe es halt einfach auch voll verpeilt. Ich habe gedacht, ja cool, kommt raus und es wird schon klar sein. Ist es natürlich nicht. Also jetzt hier so zwischen Tür und Angel nochmal ein bisschen was erklärt. Ist auch nicht optimal, aber irgendwie muss ich die Shit, die ich angerichtet habe, ja auch ein bisschen auslöffeln. Wir machen da nochmal ein richtiges Video zu und werden in Zukunft häufiger hoffentlich besser kommunizieren, damit so etwas nicht nochmal passiert. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielleicht bis heute Abend. Ich würde mich sehr freuen. Also bis dann, euer Niklas. Ciao.